Ein Datum, wenn man sich ihr Leben anschaut, scheint ihr Leben massiv geprägt zu haben. Der 14. November 2014, mit Sicherheit eines der, wenn nicht das Schlüsselerlebnis ihres Lebens. Im Gerichtssaal sind sie noch festgenommen worden. Von jetzt auf gleich waren sie unfrei, vor der Familie, vor den eigenen Kindern. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Also, das war ein Tohuwabohu erstmal in meinem Kopf. Also jeder, der da mir sagen würde, nach einem nicht erwarteten Urteil zu 3 Jahren Haft, hätte er sehr rational überlegt, da würde ich sagen, ist das jetzt wirklich ein ehrliches Statement? Bei mir war es so, ich war wie vor den Kopf gestoßen, ich war eigentlich unter Schock. Ja, da gingen Gedankenstürme durch meinen Kopf und mein Gefühlsleben, dass ich natürlich sagte, Scham für die Familie, vor der Öffentlichkeit, Scham vor der Familie. Ja. Die Frage, wie kann ich denen das denn überhaupt alles erklären? Dann natürlich auch auf der anderen Seite das Gefühl der relativen Ungerechtigkeit mir gegenüber. Dieses Urteil hatte ich nicht erwartet. Ich fühle mich juristisch nicht schuldig und so weiter. Und in meinem speziellen Fall setzte dann irgendwo der typische Manager, also Gen ein, das Manager-Gen. Ich muss mit der Situation umgehen. Und dann habe ich überlegt, na ja, aber man kann ja noch Revision einlegen, während der Richter seine Urteilsbegründung da vortrug. Und dann kam es wie immer noch mal schlimmer. Dann wurde er übergangslos darauf hingewiesen, dass jetzt ein Haftbefehl gegen mich zu verlesen war, wegen Fluchtgefahr, weil ich meinen ersten Wohnsitz in Frankreich hatte. Ein bisschen erstaunlicher Vorgang, aber egal wie. Und das ist dann natürlich ein totaler Schock. Ja, und auch die Umstände, die sich dann entwickelten, der Gerichtssaal musste geräumt werden. Meine Familie, ich werde nie das Bild meiner Frau vergessen, die ihre linke Hand vor ihrem Mund presste und einen Weinkrampf bekam. Und meine Jungs fassungslos guckten mich mit geröteten Wangen. Und also, das ist schwer zu ertragen, wirklich schwer zu ertragen. Werden Sie das jemals 100% verarbeiten können? Nee, das werde ich nicht 100% verarbeiten können. Ich gebe mir große Mühe. Es ist auch nicht so, dass es mich heute aus der Bahn wirft oder Dings. Vielleicht ist es immer wieder mal das Warnsignal. Aber im Verhältnis zur Familie, dieses Gefühl, versagt zu haben, das werde ich nie verarbeiten können. Im Gefängnis sind Sie ein anderer Mensch geworden, haben Sie mal oder mehrfach gesagt. Hat die Zeit im Gefängnis Ihre Sicht auf die Freiheit verändert? Also ich glaube, nicht das Gefängnis so sehr, wenn ich das korrigieren darf, sondern die Zeit im Bethel. Also die erste Phase war im Gefängnis, der Freiheitsentzug und dann diese Zwangsexerzitien, nenne ich sie mal, ja, in der Zelle. Ja, ist so ähnlich wie Exerzitien unter verschärften Bedingungen, könnte man so sagen. Also ich habe das mal zu Anselm Grün gesagt, da waren wir zusammen auf dem Podium beim katholischen Kirchentag in Münster und er hat gesagt, also ich habe auch meine Exerzitien gehabt, ne? So, da findet man natürlich irgendwo, ich habe das eben versucht auszudrücken, zu der geistigen Freiheit, die Mauern und Grenzen überwinden kann. Ja? Das fing ja bei mir an mit Bibel lesen wollen, Beichte gehen wollen und so weiter und so fort. Aber den Aspekt, ich erkenne das, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben, das, was ich auch charakterlich falsch gemacht habe, dieser Erkenntnisprozess, der hat sich bei mir in Bethel eingestellt, als ich in einer Werkstatt für Behinderte dort als Hilfskraft tätig war. Ja, also das hat den Blick verschoben, auch die Perspektive von dem eigenzentrierten, oh, was geht es mir schlecht oder was ist mir jetzt Schlimmes passiert oder da ist mir Unrecht passiert, hinzu, hier gibt es Menschen, ja, die wirklich benachteiligt wurden oder werden, ja, oder sind und die dennoch voller Dankbarkeit sind, voller Freude sind, voll menschlicher Wärme sind und das hat mich stark verändert. Im Gefängnis geht es immer auch um Schuld. Um Schuld und Schuldeingeständnis. Kann man ganz frei sein ohne Schuldeingeständnis? Anders formuliert, wenn man sich die Schuld eingesteht, sich selbst und den Leuten gegenüber der Welt, ich bin es gewesen, erst dann kann man
meiner Meinung nach frei sein. Wie würden Sie das sehen? Oh, ich halte das für eine ganz zentrale und wichtige Frage. Zunächst mal, wenn Sie im Gefängnis sich aufhalten, ich möchte das nicht Leben nennen, sondern sich aufhalten, und Sie begegnen Mithäftlingen, ist es in der Regel so, dass jeder unschuldig in dem Gefängnis sitzt. Ja? Jeder beteuert seine Unschuld. Ne? Egal, was da an möglicherweise Kapitalverbrechen zu verantworten sind. Vielleicht ist das auch irgendwo so ein Problemreduktionsmechanismus, dass man ansonsten mit der Situation nicht umgehen kann. Bei mir kam erschwerend hinzu, dass ich mich tatsächlich juristisch unschuldig gefühlt habe, tatsächlich, und das auch heute noch tue. Ja? Ich bin der festen Überzeugung, das sagen auch Juristen, wäre ich vor einem anderen Gericht gewesen oder Dings, hätte ich den Saal als freier Mann verlassen. Aber, ja, wenn man dann anfängt und befasst sich mit seiner juristischen Schuld, ja, ist man jetzt schuldig oder nicht, und geht dann nochmal zwei Schritte weiter, ja, kommt man ja auch zu der Frage, gibt es eigentlich eine moralische Schuld? Ja, und die halte ich eigentlich für sehr viel gravierender. Ja, also mir ist das offen gestanden, wenn ich das mal so formulieren darf, scheißegal, ja. Ob ich jetzt juristisch schuldig bin oder nicht, meinetwegen bin ich auch schuldig. Ne? Mich interessiert die moralische Schuld, und ich habe im Sinne von moralischer Schuld, was für mich viel schwerer wiegt, Fehler gemacht, große Fehler gemacht in meinem Leben, vor allen Dingen in der Schlussphase meines Lebens. Und da habe ich Teile meines Charakters verloren oder meiner Prägung verloren, die ich eigentlich durch meine Eltern, durch mein Elternhaus mitbekommen habe. Und das bedauere ich zutiefst. Ja. Kann ich nicht ungeschehen machen. Meine Meinung dazu ist nur, ich bin dafür keine Rechenschaft irgendwelchen Dritten gegenüber schuldig. Ich bin Rechenschaft Gott gegenüber schuldig. Ja. Und deswegen ist für mich auch ziemlich egal, ob irgendwelche Menschen sagen, jetzt steht er hier im Büßergewand, das gibt es jetzt ja auch hin und wieder. Ne? Gut, das sind meistens keine Christen, die sowas sagen. Ne? Ich lege keine Buße vor anderen Menschen ab, ja? Sondern was ich zu büßen und zu bereuen habe, und das mache ich eigentlich mit Gott aus. Und ich habe mal vor kurzem gesehen, es gibt einen Harvard-Professor, Clayton Christensen, in einem TED-Talk. Ja? Und der hat so schön gesagt, heute der normale Mensch definiert sich immer relativ zu anderen. Ja? Also das, was der andere hat, ja, darf ich auch haben. Das, was der andere nicht haben darf, darf ich auch nicht haben. Und der Professor Christensen hat so schön gesagt, darauf kommt es eigentlich gar nicht an. In der letzten Sekunde, die man hat, ja, tritt man vor jemanden anders, und der urteilt nicht horizontal, relativ zu hat Mittelhoff im Verhältnis zu X, Y und Z sich richtig verhalten, sondern hat er sich mir gegenüber richtig verhalten, ja, dem Werten und dem Prinzipien gegenüber richtig verhalten. Und das ist eigentlich die Erkenntnis, und da bin ich halt zu dem Ergebnis gekommen, das habe ich nicht getan, einen Teil meines Lebens. Und das bedauere und bereue ich zutiefst. Konnten Sie mit den Menschen, die Sie dann sozusagen in Ihrer Analyse oder in Ihrer Gewissenserforschung sozusagen gesehen haben, da habe ich mich schuldig gemacht, konnten Sie mit denen das im Nachgang ausräumen? Also Sie sagen zwar selbst, Sie sind keinem Rechenschaft schuldig, denen vielleicht doch, Ihren Eltern vielleicht oder Ihren... Also ich glaube nicht, dass ich meinen Eltern gegenüber Schuld habe, auch nicht meinen Geschwistern gegenüber, aber meiner Frau gegenüber. Ja, und damit kann ich am wenigsten umgehen. Ja, also meine Frau und ich haben uns am 19. Mai 1971 kennengelernt. Also wir sind eine wahnsinnige Lebens- und Wegstrecke zusammen durch dick und dünn gegangen. Sie hat mir nie Anlass gegeben. Und ja, trotzdem habe ich sie tief verletzt, und das bereue ich, und das ist für mich schwer, damit umzugehen. Ja, also bezogen auf meine Frau, ja, das ist so.